Formate. Hau ab! Andere nutzten die Reichweite, die sie haben, auch direkt, um selbst... Um Merch zu verkaufen. politisch... Hey, meine lieben Freunde, was geht? Wenn ihr dieses Video seht, ist mein anderes Video mit dem Meme-Rewind von 2019 leider gesperrt worden. Wir schauen uns heute den YouTube-Deutschland-Rewind 2019 an. Riesiges Shoutout an die Redaktion, das Team von Wissenswert. Da auf jeden Fall mal gerne einen Zap und ein Abo da lassen. Ein Zap wahrscheinlich, oder? Weil wir hier auf Twitch sind. Die Jungs haben echt ein cooles Video zusammengetragen. Quasi so die Highlights, die in YouTube Deutschland passiert sind. Da braucht es auch kein Jahresreplik mehr von meiner Seite. Das Schöne ist auch, dass ich in dem Jahresrückblick nicht auftauche, weil ich wieder mal komplett unterm Radar geflogen bin. So wie es sich gehört. Hm? Gut, Lukas, irrelevant. 3 Millionen Abonnenten. Alles klar. Das kannst du dem anders erzählen. Ne? Ja. Red da mal mit Commander Krieger drüber. Ich würde sagen, wir fangen einfach an der Stelle mal an. Wi-Fi-D ist leider mit dabei. Wir arrangieren uns irgendwie damit. Du bist dabei. Also Lava. Jetzt hier im Video, nicht in dem Video, nein. Ach so. Perfekt. 2019 neigt sich langsam dem Ende zu. Genau ja. Deshalb wollen wir diesen Anlass dazu nutzen, um die vergangenen 11 Monate mal etwas Revue passieren zu lassen und uns an die Highlights alle möglichen besonderen, kuriosen, spannenden und abgedrehten Momenten, die wir dieses Jahr auf YouTube erlebt haben, zurückzuerinnern. Willkommen beim YouTube Deutschland Rewind. Und ich lieb's, wie wieder da kein einziges Gaming-Video drin ist, weil Gaming ist nicht ernst zu nehmen. Ja. 2019. Fangen wir direkt mit den wichtigsten Ereignissen auf YouTube Natürlich, Deutschland an, gerne. Die zu Beginn des Jahres passierten. Let's go. Schon im Januar ging es für einige YouTuber erstmal nicht so gut los. Boah, Zum das Beispiel weiß ich noch, für Digga. Den Held der Steine, ja, der einen bösen Alter. Brief von der Firma das Lego erhielt, die Angst Lego hatte, man könnte ihn wegen... Bro, der Held der Steine hat mir auf Instagram geschrieben, hat gesagt, dass wir gerne mal ein Set zusammenbauen können, Alter. Held der Steine, du bist herzlich eingeladen, dass wir zusammen Hogwarts bauen, Junge, in 12 Stunden. Und danach würde ich aber auch... Ich mir aufhören, wenn ich du wäre. Perfekt. Lieber Held der Steine, ich würde dich aber auch dann an der Stelle beten, dass wir dann zusammen alles, was wir gebaut haben, wieder kaputt trampeln. Nur, dass du es weißt. Wegen seines Logos für einen Vertreter der Marke halten. Also ich bin nicht Lego. Und definitiv... Hab ich andere Wertvorstellungen als die Lego-Gruppe. Und zwar definitiv. Nachdem der Spielzeugkonzern einen riesigen Shitstorm kassierte, war die Sache dann auch wieder schnell vom Tisch. Mhm. Auch für Montana Black begann das Jahr 2019. Ich glaube, das Jahr 2019 war für Montana Black gar kein gutes Jahr, Alter. Nee. Jetzt mit den letzten Skandalen. Leute, ganz kurze Meinung dazu. Sind Frauen wie Hunde oder Hunde wie Frauen? Schreibt es in die Kommentare. Nicht optimal. Aufwachen! Es kam zu einer Hausdurchsuchung, sein Konto wurde eingefroren und das Schlimmste, Montes Fische wurden geweckt. Und da hört's auf, Alter, da hört's auf. Lasst Montes Fische in Ruhe. Wenn meine Fische schlafen, dann schlafen sie. Etwas weniger schlimm, aber deutlich peinlicher war der Jahresbeginn für Bibi und Julian. Als sie Anfang Februar beim Fernsehen im ARD-Quizduell auftraten, glaubte die YouTuberin, dass WLAN natürlicherweise auf dem Mars vorhanden war. Aber Lukas, das Ding ist, ich bin nicht so dumm, weißt du? Das ist das Gute. Was denn labert der Fisch? Ey. Willst du jetzt sagen, dass halt Bibi dumm ist? Damit gar nicht aus. Das macht kann alles man gar sagen, ein natürliches Vorkommen. WLAN. WLAN. Etwas mehr Erfolg im Fernsehen hatte YouTube-Kollege Simon Desio. Besser gesagt, seine Freundin Enisa. Sie war bei Germany's Next Topmodel zu sehen. Und auch wenn sie nicht gewann, so konnten sie und ihr Freund durch die TV... Achso, ja Lukas, tut mir leid, ich gucke nicht so gut. Ich gucke immer nur dann Fernsehen, wenn ich im Fernsehen sehen bin. Ja, aber der hat doch gerade ein Video gesagt. Was ja momentan so einmal die Woche passiert. Ich bin schon ziemlich berühmt. So richtig erfolgreich war allerdings vor allem eine bestimmte YouTuberin am Anfang dieses Jahres. Und zwar komplett Shireen Bobbitt mit ihrem ersten Rap-Musikvideo zum Song. Was hast du gerade gesagt? Mit dem Musiker. Du weißt schon, wen ich meine. Ich habe bestimmt einen Namen falsch gesagt. Du willst mich verarschen. Wie heißt mit dem französischen Rapper da. Xavier Naidoo? Xavier Naidoo, das war eben Xavier Naidoo. Ja, der französische Rapper Xavier Naidoo, wer kennt halt ihn nicht? Halt deine Fresse, Alter. Das war Matrix Gyms heißt der. Der Song mit Matrix Gyms war krass, am Anfang des Jahres. Lukas, ich möchte nicht mehr, dass du das ganze Video überredest. Eine YouTuberin zu einer richtigen Rapperin. 2019 war auf YouTube ohnehin das Jahr des Digga. Deutschraps. Erst Aber zu Beginn Mero des 2018, Jahres startete Newcomer Mero durch. Auch Rapper Enno ging komplett durch die Decke. Uff, Digga.
Da hat er echt abgeliefert. Guck, in der Blende, die so der Deutschrap-Hype war sogar so groß, dass die YouTube-Trends permanent von den neuesten Videos der Rapstars angeführt wurden. Capital Bra, Ferro 47, Juju, Samra, Kofo 361, Loredana und Leute? Apache 207 ja, Mann, sind... Apache ja komplett das Game rasiert dieses Jahr, Alter. Neben Shirin David fing zum Beispiel auch YouTuber Mois mit dem Rappen an. Ja, natürlich war auch Julian Bam neben dem Bauen seines Pools wieder fleißig mit dem Produzieren von Musikvideos beschäftigt. Und auch Phil Laude, die Lochis, Jay und Aya, ABK und Leon Mascher brachten in diesem Jahr ebenfalls eigene Songs heraus. Ja. Doch auf Platz 1 steckt. Guck mal, und Not So Cool wird natürlich nicht erwähnt. Ihr Scheiße. Ja, weil das ja auch Scheiße ist. Lukas? Hä? Red Circle, wollen wir drüber sprechen oder hältst du das Maul? Hat mehr Klicks jetzt alle, denn dann noch so cool sagen, aber gut. Die jetzt zu Musikern wurden, ist doch mit großem Abstand Katja Krasavice. Ja, auch crazy. Willst du wirklich sagen, dass Katja Platz 1 ist? Das glaubst du auch selber nicht. Willst du wirklich sagen, dass Katja Platz 1 ist? Also tatsächlich, ich meine, sie hat halt einfach unglaublich viel verkauft. Ne? Sie hat halt einfach umgesetzt wie sonst was, Alter. Ja, sie hat alles richtig gemacht. Und sie hat sich nicht nackt gezeigt, das muss man ihr einfach zugute halten, Mann. Sie hat sich noch nie nackt gezeigt, Alter. Also, nicht für euch. So halb. Direkt im März kam es nämlich zu einer der entscheidendsten YouTube-Momente des Jahres. Ich bin gespannt, wie es da aussieht. Und zwar trennten sich InScope 21 und... Warum machen die Schnittbilder von Artikel 13 rein und dann kommt InScope? Nee, das ist ja, Artikel 13 ist ja entstanden, weil InScope und Bella sich getrennt haben. Ach, das wissen ja viele Leute nicht. Stimmt. Danke dafür nochmal, Nico, ne? Tolles Ding, wirklich. Jawohl. Miss Bella. Noch schlimmer als das Ende des YouTube-Paares war in diesem Monat allerdings die Abstimmung über Artikel 13. In riesigen Demonstrationen entschieden die Abgeordneten darüber, dass die umstrittene Reform des Urheberrechts nun doch eingeführt wird. Mega die Entscheidung sorgte nicht nur bei YouTubern für Frust. Wer ist das? Der ist doch von der AfD, oder? Really? Ja. Nach der kontroversen Abstimmung trug Rezo in seiner Zerstörung der CDU dann noch viele Fakten vor, so kulturpolitisch wichtiges Piece, dieses Video, Leute. Das darf man einfach nicht unterschätzen, was für einen unglaublichen Einfluss das auf die Politisierung unserer Jugend gehabt hat. Das nochmal angefeuert hat, Leute. Barbarhaftes Shoutout an Rezo und echt krass, dass du dieses Jahr so gut durchgestanden hast, Alter. Mensch, das Gesicht da gerade schon wieder sehe. Jahrelange Versagen der Regierung, vor allem im Bereich der Klimapolitik, aufzeigten. Die CDU machte mit ihren Antwortversuchen die ganze Situation dann nur noch schlimmer. Ja, lol. Ja, lol, ey. Hi, Rezo. Der 20-jährige, 80-jährige, oder wie nennen die den? Amthor-Memes. Aua. Du alter Zerstörer. Ich will dir als jüngster CDU-Bundestagsabgeordneter sagen, du hast meine CDU nicht zerstört. Doch, nicht nur die CDU hatte mit schlechter PR zu kämpfen, auch Concrafter Luca trat ganz schön in ein Fettnäpfchen, als er verlangte, gratis in einen Club zu kommen. Ja, und zwar nur, weil Luca ein berühmter Influencer ist. Mehr ist Luca auch nicht, also der hat ja auch kein Talent, der ist nur, schielt ihr auf dem Bild gerade? Ja. Er ist ein Influencer, ist einfach nur ein berühmter Influencer, ne? Das müssen wir an der Stelle mal klarstellen. Ja. Pizzabäcker auch unter anderem. Die Sache ist, der Laden läuft auch ohne deine Posts gut. Das muss man sich merken. Das ist Arroganz auf so einem hohen Level, Alter. Doch nicht nur für Concrafter und die CDU lief es nicht wirklich rund. Auch Tanzverbot hatte sich Mitte 2019 leicht blamiert. Komplettes Auf und Ab bei Tanzverbot dieses Jahr. Insane, was da los ist. Er interviewte einen Fake-Dieter Bohlen und merkte das selber allerdings etwas zu spät. Noch schlimmer erging es diesen Sommer übrigens Jonas Ems, der sich von seiner langjährigen Freundin Ems trennte. Auch Kelly Mrs. Vlog hatte es dieses Jahr nicht leicht. Da ihre Adresse geleakt wurde, begannen Männer damit, sie zu stalken. Nach diesen ganzen unschönen Momenten kommen wir nun zu etwas Positivem. Und zwar zu den Newcomern des Jahres. Also den YouTubern, die 2019 so richtig durchgestartet sind. An erster Stelle einfach für den Gewinner im Kopf. Einer dieser YouTuber ist zum Beispiel Gurkensohn. Vor allem seine legendären Interviews mit Jasmin. Wie ist das eigentlich zustande gekommen, Alter, Lukas? Ich verstehe es bis heute nicht. Das ist wirklich für mich. Es ist unterhaltsam, aber auch echt unverständlich. Aber wenn Jasmin Ritter ist schon eine Süße, oder? Dann will ich auch so einen Bart haben wie der. Wenn ich Jasmin Ritter kriege, will ich auch so einen Ziegelstein. Mit die Viecher. Weiter jetzt. Jasmin und Karin Ritter verhelfen Gurkensohn zum Durchbruch. Musiker. Auch Jan und sein Kumpel Tim sind dieses Jahr mit ihrem Kanal Gewitter im Kopf komplett durchgestartet und haben inzwischen unfassbare 1,5 Millionen Abos. Hi, hier ist Jan von Gewitter im Kopf und gönne deine Musik bei YouTube live. Wow. Auch Mois ging dieses Jahr heftig ab und knackte ebenfalls die 1 Million Abonnentenmarke. Für YouTuber und Streamer Knossi lief es ebenfalls sehr erfolgreich. Jens Knossalla an
an der Stelle müssen wir nochmal ganz kurz über deinen Kokainkonsum reden. 2020 haben wir gesagt, machen wir ein ruhiges Jahr, ja? Weniger Alkohol, weniger Partys, weniger Rumgeschreie. Ja? Jens, wir fahren ein bisschen runter, beide, für unser mentales Wohlwollen. Wer ist das? Pixelwolf. Und auch Mode-YouTuber Justin gewann 2019 viele auch neue Abonnenten. Komplett gegönnt, Alter. Schöre, Justin rasiert auch sehr, alles. Sehr, sehr korrekte Videos auf Direct von ihm. Mode war ohnehin der YouTube-Trend des Jahres. Videos wie viel ist dein Outfit wert oder das Kaufen von Luxusuhren oder Fashion-Packs wurde teilweise millionenfach angesehen. Ah, da ist er doch! Karg Schlebauer, Alter, der Ehrenbruder. Schmark Bebauer von Golon Kotsch. Richtig. Größten Hype 2019 hatten definitiv aber Reactions von Unge, wie auch Videos von Montana Black, Unsympathisch TV oder Bibis Beauty Palace. Trotz Kindes und ihrer neuen Mutterrolle ist Bibi immer noch eine der meistgesehenen YouTuberinnen Deutschlands. Und wie sie vor kurzem bekannt gab, ist sie auch schon wieder. Manchmal sind wir alle ein bisschen, wir wären alle gern Julienko, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Klingt saudumm, aber wir wären alle gerne Julienko. Nee, also ich will lieber auch die YouTuberinnen Julita und MyLab überraschen dieses Jahr damit, dass MyLab sie ein Baby erwarten. Sehr, apropos sehr cooler Kanal. Für einen Aufreger, der eigentlich gar kein Aufreger war, sorgte dieses Jahr der Scope 21, wie es zeigte. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Kurz nachdem er eine ganze Empörungswelle losgetreten hatte, löste Nico die Aktion allerdings auf und erklärte, dass es eigentlich nur ein Fake war. Kommen wir nun noch zu den Dingen, die 2019 endeten. Zum Beispiel verschwand langsam der Hype um Fortnite. Ja. Auch die Lochis gaben dieses Jahr ihr Ende bekannt. Mhm. Und vor kurzem wurde auch die BAM School geschlossen. Einige YouTuber verloren 2019 auch ihren eigenen. Moin. Gut, der Hype um Fortnite verliert und auch abonniert seinen Kanal mit Fortnite. Einen Kanal und andere sogar, so, hier sogar Freiheit. Olli! Wir sehen uns, Olli! Hoffentlich nicht, Alter. Das heißt, entweder ich muss dich im Knast besuchen, ich komme selber ins Gefängnis oder du kommst irgendwann raus. Alles drei Sachen, die ich hoffentlich so nicht passieren werden. Auch wenn einige Dinge verschwanden, entstanden dafür 2019 allerdings ganz neue Sachen. Die YouTuber Jonas Ems und Jonas Wuttke starteten zum Beispiel mit Krass Klassenfahrt. Kann da nicht wenigstens Szene sein, wo ich drin zu sehen bin? Holy shit! Auch die Dreharbeiten zum zweiten Teil vom YouTube-Kinofilm Kartoffelsalat. Auch an der Stelle wieder Grüße geht raus an Fresh Torge. Danke, dass ich gefragt worden bin. Ich hätte eh nicht mitgemacht. Ich werde den Film sabotieren. Und ja, das war's auch schon. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Ne? Perfekt, das habt ihr davon, wenn ihr mich nicht fragt. Hat liefen dieses Jahr an. Manche YouTuber kauften sich auch ganz neue Dinge. Vor allem Lamborghinis zählten 2019 zu den Trendautos der größten YouTube-Stars. Aber auch neue AMGs, Range Rover und... Komm schon, mein Auto auf! Sogar völlig neue Arten von Fahrzeugen wurden dieses Jahr von YouTubern gekauft. Ich fühl das Auto. Da ist er! Genau, ich wo wusste. Du sagst! Irgendwie ist es zu abgespaced, ne? Doch nicht nur neue Autos erschienen dieses Jahr, auch neue Videoformate wurden auch... Mach aus! ...immer beliebter. Viele Alter, große YouTuber begannen 2019 nämlich auch mit dem Streamen, was dazu führte, dass immer mehr Reaction-Videos hochgeladen wurden. Da war ich! Revinzeit reagiert auf heftigsten, ja? Wo? Revinzeit ist da? Hatten oft einen so großen Hype, dass sie manchmal sogar häufiger gesehen wurden als die originalen Videos. Auch wenn das nicht jedem gefiel. Ja, wir produzieren nicht für andere. YouTuber immer mehr auch ihre gigantischen Reichweiten dazu nutzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen, die auch in der echten Welt relevant sind. Sehr, sehr wichtig. Politischen Debatten teilen. Da! Treiben auch immer mehr junge Menschen dazu. Da ist er, Alter! Guck, wie ich da oben stehe, Junge! Guck da! Da habe ich eine Rede geschwungen, die ekelhaft. War... Alter, die war... Bah. Marx erschüttern, nennt man das. Meinung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Manche YouTuber verschrieben sich sogar mit ihrem ganzen Kanal dem Ziel, junge Menschen Mister, noch mehr zu bilden. Also ab oder andere eher, nutzten die Reichweite, die sie haben, auch direkt, um selbst... Um Merch zu verkaufen. ...über politisch aktiv zu werden. Geil. Gut, an der Stelle, Shoutout an die deutsche Vergangenheit. Nun würde uns mal interessieren, was euer Highlight dieses Jahr auf YouTube mein war. Kanal, da unser Video klar. Bestimmt mein nicht ganz Kanal, vollständig Digga. Ist und wir das auch nicht so, beabsichtigt haben, direkt könnt mal ihr uns gerne schreiben, wem oder was wir noch vergessen du warst haben. Kein Ebenfalls drin, könnt so geil. Ihr uns sagen, ja welchen lächerlich. YouTuber ihr am so liebsten verfolgt. Geil, Alter. Wir sind Leute. Echt gespannt. Das war's mit diesem wunderschönen Video bei Wissenswert. Schaut auf jeden Fall das gerne mal die anderen Videos von den Jungs an. Die haben sehr, sehr coolen Content, Alter. Gib ein Dislike. Lukas, nur Dank. Weil du nicht Teil des Ganzen warst. Richtig. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von 2019 YouTube Deutschland. Dieses Jahr kein Jahresrap-Blick. Nächstes Jahr wahrscheinlich schon. Dieses Jahr aber nicht. Er ist jetzt ich bin raus.
Macht's gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal.